Hallo zum zweiten Let's Play von Mario Kart 64 und tatsächlich auch zur zweiten Aufnahme des zweiten Let's Plays, denn irgendwie, wurde ersten Aufnahme der Ton nicht mitgeschnitten und das war irgendwie ein bisschen dämlich. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, dass wir hier den 150er CC spielen, denn der 50er ist mir dann doch ein bisschen zu lahm und nichtsdestotrotz spiele ich wieder mit Toad und wir sehen hier schon, wir probieren es gleich mal aus mit dem Flower Cup. Ich habe beim ersten Let's Play Versuch hier das Ganze mit Bronze abgeschlossen. Meine Fresse, denn ich, der mich durchaus schon des Öfteren als Mario Kart 64 Gott bezeichnet habe, muss ich sagen, bei dieser Aufzeichnung ganz schön versagt. Aber nun denn, probieren wir es einfach mal. Tja, Mario Kart 64 ist übrigens nicht das einzige Rennspiel, welches ich auf dem N64 sehr lieben gelernt habe. Ich erinnere mich da noch an Diddy Kong Racing. Im Prinzip ein Mario Kart-Klon, den ich aber sehr geliebt habe. Also Diddy Kong Racing im Prinzip das gleiche wie Mario Kart. Man hat da allerdings nicht verschiedene Cups gehabt, sondern eher verschiedene Spielwelten. Und innerhalb dieser Spielwelten gab es dann mehrere Strecken. Und das entspricht dann im Prinzip den Cups, die wir hier bei Mario Kart haben. Der Singleplayer-Modus war auch insgesamt ein bisschen anders aufgezogen. Diese einzelnen Spielwelten wurden dort mit einer Oberwelt verbunden, also ein bisschen so wie bei Mario 64. Und am Ende der jeweiligen Spielwelten gab es dann auch immer noch ein Boss-Gegner-Rennen. Und die waren stellenweise doch schon knüppelhart, also zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe es neulich mal auf dem N64, also nicht im Emulator, wieder gespielt und da habe ich mir an dem einen oder anderen Bossgegner doch ganz schön die Zähne ausgebissen. Ich habe es letztendlich schon geschafft, aber ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Aber diese Art der Herausforderung war ich gar nicht mehr gewohnt, weil Videospiele dieser Art sind heutzutage in der Regel eher einfacher. Damals waren sie stellenweise schwerer, nicht unbedingt, weil das Spielprinzip schwerer war, sondern manchmal auch, weil die Gameplay-Mechaniken auch noch ein bisschen sehr krude waren. Ich meine, weil das hier waren so die Anfangstage der wirklichen 3D-Spiele. Ich bin doch gar nicht dagegen gefahren, oder? Meine Güte. Und da war das Gameplay dann dementsprechend auch noch ein bisschen anders. So, Wario, du hässlicher, pixeliger, gelber Haufen. Kannst dich auch gerne mal verpissen. Ich bin Vierter, Alter. Vierter. So eine Scheiße, ey. Das ist ja genauso schlimm wie bei meiner ersten fehlgeschlagenen Aufzeichnung. Nein! Als wenn ich genau drauf zugelenkt habe, ja. Was heißt hier, als wenn? Ich habe ja genau drauf zugelenkt, ey. Diese blöden, falschen Fragezeichen, die ziehen mich magisch an. Und schon, also, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt auch noch eine Banane, meine Güte. Ich muss mir das überlegen, ob ich dieses Let's Play hier noch weitermache. Oh, hier, der Tod da oben ist mir früher gar nicht aufgefallen. Ja, ihr könnt mich alle mal. Oh ja, Peach, geh weg, du blöde Schlampe. So. Ja. Haha, meine Banane, die ich nicht reingefahren bin. Oh, der Stern, der bringt mir zwar auch nicht mehr viel, aber immerhin bin ich nicht Vierter geworden. So, gut. Ihr seht also, das ist mir jetzt schon deutlich schwerer gefallen als noch im 50er CC Cup. Also meine Mario Kart 64 Fähigkeiten haben wohl deutlich abgenommen im Laufe der Jahre. Es mag natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass ich im Emulator spiele und es ist tatsächlich so, so ganz hundertprozentig identisch spielt sich das Spiel dann nicht. Ja, hab schon wieder den Power Start verpasst. Ist jetzt auch egal. Wie gesagt, also das Spiel spielt sich im Emulator doch einen Tick anders. Ihr werdet das spätestens im Let's Play zum vierten Cup, glaube ich, sehen. Da gibt es die Strecke Donkey Kong's Jungle Raceway, heißt sie, glaube ich. Und die wird im Emulator absurd schnell abgespielt. Also so absurd schnell, dass man eigentlich nur noch am Rande beeinflussen kann, was man da eigentlich tut. Weil es einfach unrealistisch schwierig dadurch wird.
So. Schade, jetzt habe ich eigentlich all das, was ich erzählen wollte, in der ersten fehlgeschlagenen Aufnahme erzählt. Und da habe ich so viel spannende Sachen erzählt. Da habe ich die Geheimnisse der Welt aufgedeckt. Nur jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Und dementsprechend muss ich mir was Neues ausdenken. Und das ist definitiv langweiliger als das, was ich im ersten Versuch erzählt habe. Und da habe ich mich auch definitiv mehr aufgeregt. Auch bei dieser Strecke, die ich nämlich eigentlich nie wirklich mochte. Mensch, das war ja wieder mein Schneemann. Na, scheiß drauf. Ich bin ja noch Zweiter. Noch ist das Ganze hier, ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Ja, da habe ich gerade ein falsches Fragezeichen mir an den Arsch gehängt. Und Yoshi ist mal einfach drüber gefahren. So, war das überhaupt Yoshi? Ich weiß es nicht. So, ich bin übrigens rot-grün-farbseeschwach. Ich hoffe, das sind rote Panzer. Und bei Mario Kart 64 bekommt man dann tatsächlich noch so ein Dreier-roter Panzerset. Und das ist dann stellenweise doch ein bisschen overpowered. Also, ich werde die beiden jetzt auch erstmal behalten. Denn wenn jetzt in der letzten Runde noch was gravierend Schlimmes passiert, ja, dann kann ich zumindest mit diesen beiden roten Panzern da noch ein bisschen, mit diesem einen roten Panzer meine ich natürlich, noch ein bisschen was retten. Aber ich habe das Gefühl, diesmal lande ich doch auf dem ersten Platz. Meine Fresse. Das ist ja erstaunlich. Ja, oh, das wäre fast noch schief gegangen. Oh. Okay, gut. So, das war die erste Strecke. War es die erste Strecke? Weiß ich gar nicht. Das war die zweite Strecke. Dafür kommt jetzt aber eine meiner Hassstrecken. Choco Mountain. So. Ich hoffe, ich habe den Namen dieser Rennstrecke einen angemessenen Moment verpasst. Diese Grafikfehler sind auch albern. Ne? Jetzt habe ich da unten rechts die ganze Zeit Donkey Kong. Was soll denn die Scheiße? Ich will Donkey Kong nicht sehen. Der kackt nämlich immer Bananen auf die Rennstrecke. Und das nervt. Ja, Choco Mountain, ich hasse diese Rennstrecke. Vielleicht wird sich in diesem Let's Play auch noch zeigen, warum genau ich sie eigentlich hasse. Vielleicht, wenn ich Glück habe, muss ich euch das aber gar nicht zeigen. Oh, wow, 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 wow. Übrigens, die Items sind hier, glaube ich, auch noch wesentlich randommäßiger als in den späteren Mario Kart-Teilen. Als Zweitplatzierter habe ich jetzt gerade einen Blitz bekommen. Und auch das ist, naja, vielleicht ein bisschen unfair den anderen Fahrern gegenüber. Und was in diesem Spiel noch sehr ausgeprägt ist, ist das sogenannte Rubberbanding. Bedeutet also, egal wie viel Vorsprung ich beispielsweise eigentlich haben müsste vor den anderen Fahrern, sie ziehen immer so ein bisschen nach. Und sodass sie immer ausgewogen weit von mir entfernt sind. Das gleiche gilt übrigens allerdings auch, wenn man selber ein bisschen hinten dran ist. Dann wird das Tempo der gegnerischen Fahrer so ein bisschen reduziert, sodass das Fahrerfeld insgesamt ein bisschen geschlossener bleibt. Und das hier ist übrigens eine der Stellen gewesen, die ich eigentlich hasse, weil wenn man hier kollidiert mit anderen Fahrern, dann rutscht man doch sehr leicht von der Rennstrecke runter und muss dann das verlorene Stück erstmal wieder nachholen und das nervt doch enorm. So! Donkey Kong, du Blödmann! So! Ja, diesmal fahre ich nicht über jede Banane. Es hat sich also etwas gebessert. Oh, oh Gott, warum habe ich nur was gesagt? Ich spacken. So, letzte Runde. Das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Diese Stellen hier, meine ich. Da fällt man sehr gerne sehr schnell mal runter. Hau ab, nee, 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 nee. Yoshi, du hässliches, blödes Kackvieh. Oh, das gibt's doch nicht. Ich raste gleich aus. Da tröstet auch der Grafikfehler links und rechts einfach nicht über diese Niederlage hinweg. Oh, 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 oh. It's so ungerecht. It is so verdammt ungerecht. I don't feel good. So, zu eurer Information. Das war ein Powerstart. Und es ist gerade 19.35 Uhr und in etwas weniger als einer halben Stunde hat meine Lebensgefährtin Feierabend und da muss ich so langsam das Abendessen vorbereiten. Das passt mir gar nicht. Meine Güte, wer will denn sowas Abendessen vorbereiten? Normalerweise hätte ich uns ja eine Pizza bestellt, aber so
sie möchte heute Abend unbedingt Gnocchi haben. Oder Gnocchi? Ich glaube, man spricht es Gnocchi aus. Mit einer Schmelzkäse-Sahnesoße. Ja, dann nimmt man einfach Gnocchi, bereitet die zu. Das sind frische Gnocchi aus dem Kühlregal. Dann werden die ein bisschen erhitzt. Anschließend packt man etwas Schmelzkäse in einen Topf, vermischt das Ganze mit Sahne und erhitzt das Ganze, sodass der Schmelzkäse komplett zerlaufen ist und sich mit der Sahne vermischt hat. Und anschließend kann man noch etwas Kochschinken reinwerfen, aber das Problem ist, wir haben keinen Kochschinken. Und nachdem man den Kochschinken draufgeworfen hat, kann man die Gnocchi unterheben. Das ist eigentlich tierisch simpel und man kann das eigentlich nicht kochen nennen, sondern eigentlich nur erhitzen. Aber schmeckt schon geil. Alles mit Käse schmeckt geil. So auch diese Käse-Sahne-Gnocchi. Ist, glaube ich, kalorienmäßig, jetzt versage ich hier auf den letzten Meter noch, oder was? Meine Fresse, dabei erzähle ich euch hier das Rezept des Jahrtausends. Diese Käse-Gnocchi, ich will jetzt nicht... Na, Gott sei Dank, ich bin immerhin noch Vierter geworden. Diese Käse-Sahne-Gnocchi sind, glaube ich, schon ziemlich geil. Ich werde euch vielleicht im dritten Mario Kart 64 Let's Play davon berichten können. Ja, ist das nicht grandios? So, schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei der letzten Rennstrecke. Nee, das war sie schon. Meine Fresse, Gott sei Dank. Ich habe den Cup geschafft, aber ich glaube, ich bin nicht Erstplatzierter. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Hätte ich aufgepasst, dann wüsste ich das. Und. Nö, ich bin nur Zweitplatzierter. Yoshi, die hässliche grüne Kröte, ist Erstplatzierter geworden. Naja, sonst ist Yoshi meine Lieblingsfigur, aber in diesem Fall ist Yoshi ein abgrundtief hässlicher, verpixelter Bastard, den ich nie wieder sehen will. Genauso wie dieser fette Blasefisch, der jetzt einen silbernen Pokal auskotzt. Uah! Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ja, super, alles toll, ich hab's verstanden. Congratulations! I am the best! Ja, passt auf. Das wird das Spiel nämlich gleich erzählen. Ja, wir haben jetzt lange genug diesen Effekt bestaunt. Congratulations! I'm the best! No, you are not the fucking best. Okay, das war das zweite Let's Play. Bis zum nächsten Mal, euer Teebeutel Pete.